Hallo und herzlich willkommen jetzt also hier zum zweiten Teil Potenzgesetze vermischt ist dieses Video überschrieben. Wir haben hier den Term 2 mal 3 hoch 7 minus 3 hoch 8. Ich habe hier schon mal ein bisschen was unterstrichen, damit man da vielleicht so ein kleines bisschen schon vorher sehen kann, worauf es vielleicht hinausläuft. Das ist ein bisschen wie Schemata sehen. Hier unten steht 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Wenn wir uns das jetzt angucken, hier steht ein Produkt aus zwei Potenzen. 2 ist ja auch 2 hoch 1. Was hierbei wichtig ist, ist weder die Basen noch die Exponenten sind gleich. Genauso im Übrigen hier unten. 3 und 2 ist nicht das gleiche und 8 und 6 ist auch nicht das gleiche. Ja, und nun, hier oben steht auch noch eine Differenz. Und in dieser Differenz kommen jetzt zweimal eine Potenz, kommt jedes, also im Subtrahenten und im Minuenden oder vor dem Minus und nach dem Minus, kommt eine Dreierpotenz vor. Das ist eine Summe bzw. eine Differenz, da könnte ich ja ausklammern. Aber was klammere ich denn da jetzt aus? Hier unten ist ja 3 hoch 8. Ich würde so gerne 3 hoch 8 kürzen, könnte man sagen. Also nehme ich mal mir das raus, dass ich sage 2 mal 3 hoch 7 minus 3 hoch 8 geteilt durch 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Wenn ich da jetzt 3 hoch 8 ausklammere, dann bleibt hier hinten eine 1 stehen. Denn wenn ich das hinterher wieder ausmultipliziere, kommt quasi hier an die Stelle der 1, kommt dann wieder das 3 hoch 8. Und aus 2 mal 3 hoch 7, 3 hoch 8 auszuklammern, bedeutet, diesen Term hier durch 3 hoch 8 zu teilen. Denn so kommt ja auch die 1 zustande, 3 hoch 8 durch 3 hoch 8. Hier sehen wir jetzt, dass wir ein, ne, das können wir zum Beispiel auch so schreiben, 2 mal 3 hoch 7 durch 3 hoch 8. Und wenn wir Potenzen mit gleichen Basen durcheinander teilen, das haben wir hier im ersten Teil auch schon gesehen, dann subtrahieren wir die Exponenten. Ist gleich 2 mal 3 hoch 7 minus 8 ist gleich 2 mal 3 hoch minus 1. Und 3 hoch minus 1 kann man auch schreiben als 2 mal 1 Drittel. Und dann kommt da insgesamt 2 Drittel raus. Ja? In manchen Mathebüchern steht dann als nächster Schritt 2 Drittel, rums, rein damit. Ja, aber das ist natürlich dann manchmal auch nicht so ganz einfach zu ersehen, warum das so ist. Und hier haben wir jetzt mal ein bisschen die einzelnen Schritte aufgeschrieben. Ich hoffe, die sind nachvollziehbar. Ansonsten kannst du dir auch nochmal die Basisvideos zu den Potenzgesetzen angucken. Hier unten steht ja ein Produkt, 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Und jetzt können wir hier sehen, oben ein Produkt, 3 hoch 8 mal Klammer, unten ein Produkt, 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Gleicher Faktor in Zähler und Nenner, bedeutet, wir können kürzen. Hier oben können wir jetzt ausrechnen, 2 Drittel minus 1 ist gleich minus 1 Drittel durch 2 hoch 6. Und das lässt sich dann auch noch umschreiben als minus 1 durch 3 mal 2 hoch 6, denn, und auch an der Stelle, das war jetzt die Schnellversion, wie man das irgendwie einfach nur, naja, zack, passt schon. Wir können hier auch das noch ein bisschen erweitern und sagen, okay, wir teilen ja durch 2 hoch 6. Das bedeutet, wir können auch minus 1 Drittel durch 2 hoch 6 Eintel teilen. Jetzt teilen wir einen Bruch durch einen Bruch, indem wir mit seinem Kehrwert multiplizieren. Minus 1 Drittel mal, der Kehrwert hiervon ist 1 durch 2 hoch 6. Und dann können wir hier auch sehen, wir multiplizieren zwei Brüche, indem wir Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner rechnen. Dann steht da minus 1 durch 3 mal 2 hoch 6. Das ist die eine Variante, wie wir hier aber auch wieder mit Potenzen mit negativen Exponenten herumwurschteln müssen. So, ich schreibe jetzt hier an diese Stelle einmal das Ergebnis, was wir da hatten, ist gleich minus 1 durch 3 mal 2 hoch 6. Ich kann an der Stelle, wo ich gerade eben 3 hoch 8 ausgeklammert habe, kann ich auch 3 hoch 7 ausklammern. Dann sieht das Ganze so aus, 3 hoch 7 mal, aus diesem Term hier 3 hoch 7 auszuklammern, bedeutet 3 mal 2 mal 3 hoch 7 durch 3 hoch 7 kürzt sich der gleiche Faktor weg und es bleibt die 2 übrig. Aus diesem Teil hier 3 hoch 7 auszuklammern bedeutet, wir haben minus 3 hoch 8 durch 3 hoch 7. Da können wir das Potenzgesetz anwenden, und zwar das zum Teilen von Potenzen mit gleichen Basen. Da kommt raus minus, und dieses Minus hier kann man natürlich auch gut davor setzen, weil das das gleiche ist wie minus 1 mal 3 hoch 8, kann man das auch davor schreiben, weil minus 1 mal diesen Bruch wäre das gleiche, als würden wir den negativen Zähler durch den Nenner teilen. Aber ist auch wurscht, jedenfalls kommt hier minus 3 hoch 8 minus 7, also minus 3 raus. Also steht hier minus 3. Gut, das wäre der Zähler. Sieht vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere
irgendwie schöner aus, wenn man hier mit ganzen Zahlen und nicht mit so Brüchen und so Tüllüt rumhampelt. Hier steht 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Jetzt können wir hier auch wieder sehen, hier haben wir ein Produkt, 3 hoch 7 mal diese Klammer. In der Klammer kann man im Übrigen auch ausrechnen. Und hier steht 3 hoch 8 mal 2 hoch 6. Ja, jetzt können wir eine andere Schreibweise mal versuchen. 3 hoch 7 mal minus 1 steht da oben, geteilt durch. 3 hoch 8 sind ja auch 3 hoch 7 mal 3 hoch 1 oder 3 hoch 7 mal 3. Hier rückwärts angewendetes erstes Potenzgesetz mal 2 hoch 6. Und jetzt können wir hier sehen, hier unten steht ein Produkt, hier oben steht ein Produkt. Hier können wir den gleichen Faktor kürzen und es kommt raus minus 1 durch 3 mal 2 hoch 6. Je nachdem, was für dich jetzt davon am verständlichsten und am sinnvollsten oder wie auch immer, ne, mit den Potenzgesetzen kann man eine ganze Menge herumwurschteln und sagen, okay, klammere ich das eine aus, klammere ich das andere aus, rechne ich erst das, rechne ich erst das. Jetzt können wir hier nochmal gucken, irgendwie, wenn wir den Taschenrechner mal schwingen und das hier ausrechnen und wahlweise das hier ausrechnen. Es kommt bei allem minus 0,005, was habe ich aufgeschrieben? 208 und Periode 3 raus. Das ist das, was hierbei rauskommt und hierbei rauskommt und dabei rauskommt. Und dann kann man natürlich hinterher als Probe den Taschenrechner schön benutzen, um sich sicher zu sein, die Punkte eingefahren zu haben. Ich hoffe, das hier hilft dir dabei, weitere Punkte in deinen Klassenarbeiten und Klausuren einzufahren. Und verabschiede mich unter Zeichen des Schildes und unter dem Abschiedsgruß. Tschüss und auf Wiedersehen!